Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört. Wir haben die Gogora besiegt. Wir sind nach Dathomir gereist. Wir haben sogar in der letzten Folge... Wir haben nichts weiter getan in der letzten Folge. Wir haben eben ganz Dathomir erkundet, würde ich sagen. Und sind jetzt wieder auf dem Weg. Oh, der Wanderer ist weg. Sind jetzt wieder auf dem Weg, da hoch zu gehen. So. BD. Got something to help me? This must be the tomb. Gleich kurze Abbiegung. So, warte mal. Nee, keine kurze Abbiegung. Fuck. Naja, müssen wir das später machen. Ich dachte, hier drin war noch ein Safe Point, wo wir erstmal uns hinsetzen können. Ach doch, Kujet, hatte ich doch recht. My friend, we've reached the tomb of Kujet in search of an astrium. It is more secluded than even I would have thought. It seems the way in was secret even during the time of the Zephyr. A contrast from the ostentatious tomb of Mixrul. Yet not a welcome one. The Night Sisters of Dathomir granted me passage, but even they warned me against these ruins. Something dark transpired here. I can feel it. Whatever that was, it's gone. So, was können wir eigentlich mit den zwei Skill Points machen, die wir haben? Alles, was wir wollen. Aber wir machen mal dieses Verlangsamen der Zeit. Time. Sounds good. On your way to training? Always. All right then. I'll see you later. Bye. Better get a move on, Cal. Jaro isn't a patient one. Okay. Das wirkt überhaupt nicht. Beunruhigend. We're leaving Braca? Possibly. Don't get his hopes up with secondhand gossip. It's okay. I believe it wants Master DePaul says so. Speaking of your master. Oh yeah, I better go. You're in a rush. Master DePaul's called me for training. You got this, kid. Thank you.
Master T'Pol? Padawan, it's time for instruction. Yes, Master? Reach our position. Do not keep me waiting. Good. Okay, one last time. You're almost there. Success and failure, life and death, light and dark. What divides them is your state of mind. Uiuiui. War das schon immer so knapp? Whoa! Chief Shack, Commander! Focus! Were you concentrating, you would have anticipated this distraction. Hab ich doch, ich hab ihn auch gewehrt. We'll begin with physical preparation. First, though, we have orders. Braca is secure. We move out from Maikito shortly. Yes! You must... Master, are you okay? Something is... wrong. No! What's happening? Why did the commander just... Padawan, something terrible is happening. The clones have betrayed us. There are no answers to your questions. Not yet. We need to get off this ship. Quickly. Get to the escape pods. Use the maintenance halls. We trained for this. Do you remember? Yes, Master. Well, what about you? I will create a distraction and meet you. If I am not there when you arrive, depart without me. I will find you on Braca. Do you understand? Yes, Master. They're coming. I will seal the blast doors, but if any cross your path, do not hesitate. Go. May the Force be with you. Wer spricht den? Go! Go! Es wirkt ein bisschen, als ob das... No, stop! Es hörte sich gerade ein bisschen nach Travis Willingham von Critical Role an. Backup. Need to pull that to get through. This doesn't make any sense. What's going on? Aber die Inszenierung von dieser Szene ist immer noch, also. Do we have eyes on the Jedi? No sign of the little one. Search everywhere. You can't have gone far. Air's off again. Wait. Aua. What's that noise? Hold this room. I'll search the area. Dachte, wir wären schon durch. T'Pol has taken out multiple squads. Shoot on sight. Copy that. I understand. What changed? What was that? Someone's in the maintenance halls. I think I'm near the turbo lift. Not much further after that. Keep moving. Take him out! Let me go after T'Pol! Das war die Szene, an die er sich erinnert hat. On your lightsaber! Sorry, Master! Keep climbing! I'll meet you up ahead! Mal Glück gehabt, dass wir gerade noch so runtergekommen sind.
ist halt auch einfach mega gut inszeniert. Die Musik natürlich, aber natürlich auch hier. Man sieht immer einen Teil von dem, was der Meister tut. Man folgt sozusagen parallel dem Pfad. Und man ist so in dieser Rolle von jemandem, der überhaupt nicht versteht, was mit der Welt gerade los ist. Das komplette... komplette Erfahrung der letzten Jahre ist quasi zerstört worden. Padawan, we have to leave now. The door controls. Travis Willingham, ich hab's gerade mal gegoogelt nebenbei. Sorry, falls ich jetzt für irgendjemanden diese Szene zerstört habe, aber ich musste das auf jeden Fall mal googeln. It is time for instruction. Still incompetent. Your will is weak. You lack discipline. Let fear break your connection to the Force. I would have survived had you not been so... Yes. My blood is on your hands, apprentice. You are a failure, a weakling, a traitor. You are no Jedi! No! Shattered. Useless. Wir haben unser Lichtschwert zerstört. Thanks. Let's just get out of here. I can't explain BD. Not sure I even understand. He's not Ko's plan. We can't say I didn't warn you. Leave me alone. Leave you? Alone? Lost and defenseless in this dangerous place. Never. Okay, enough of this. Who are you really? Taran Malakos. Former Jedi. Like yourself. We have much in common. I doubt that. Oh? We both survived the purge. My troops betrayed me.
I was forced to strike them down, and I escaped to this desolate place. To the darkness here. It almost took me. But I conquered it. You're the one the Knight Brothers follow. Yes. Well, these savages only respect strength. And as we both know, the Force is a most powerful ally. No, you used the Force to seize power. That's everything the Jedi stood against. These are dark times! They will consume us if we do not stand with each other. I don't need your help. That broken lightsaber has a different tale. You saw something in there, didn't you? Something terrible. There are many such places here in Dathomir. Join my family, and I can teach you how to control its power. Join my family, and I will teach you to control the power. Familiar words, Malikos. Sister Merin, you overstep your bounds. For years, you said the Jedi orchestrated the massacre that killed my sisters. Yet here one stands, and you seek only to bring him into your family. You were told to deal with it. Clearly you lack the power, little witch! Power. You are mad, Malikos. Dathomir has unmade you, and my misplaced loyalty has allowed you to lead the Knight Brothers astray. Unlike the Jedi, the Knight Sisters of Dathomir do not turn on their kind. Our bond is eternal. Your sisters are dead! Yes. Their graves are all around you. Time to go. Chonos Lameni. Taylori Olie. Foolish girl! This power is beyond your control! You both shall learn. When you face one Knight Sister of Dathomir, you face us all! Okay, time to go. Natürlich, die brauchen wir. Oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Seer! Seer! Tell Grace to get the Mantis running! What's happening? The Night Sister! She raised the dead! They're after me! Whoa, whoa, whoa! And you're leading them here? Captain, prepare for takeoff! Ah, so viele tote Omas! Get us out of here! What'd you do, kid? I got dead witches crawling all over my ship! Just go! What happened? Did you find the tomb? Your master's lightsaber.
I saw him. Master T'Pol, I saw the day he died. I saw what I did. Cal. Now it's destroyed. I couldn't save him. Cal, you were only a child. No. No, I know I could have helped him if I'd been stronger and braver, if I would have listened to him. I could have helped him. I know it. Cal, it's time I told you everything that happened to me when I escaped the Empire. They brought Shirley in the room. And when I saw her eyes, they showed me what I had caused. She was an inquisitor. And something in me gave. And I lost all control. And I tapped into the dark side. And I killed them all. Every last one of them. Except for her. And for years, I couldn't forgive myself. I was a wreck because I had all this rage. And I tried pushing it down, but there was no hiding from myself. And all I wanted to do was die. But then I learned about the Holocron. A spark of hope that there could be a future, that we could move on. Get up. I can't change what I did no more than you can change what happened to your master. It's in the past, but Cal, you have to make a choice to move on. How? You're gonna start with this. To build a new one. Cal, you will be tested. Yeah, but I'm ready. I don't mean just here. Every Jedi faces the dark side. And it's very easy to fail. You're still struggling with the dark side, even after cutting yourself off from the Force. Der Kamerawinkel ist geil. You will always struggle. But that is the test. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. I guess it's about time I find out who I am. Willkommen auf Ilum. Intensive 30 Minuten. Also ich muss wirklich sagen, das ist... Ich glaube, das habe ich damals sogar direkt hochgeladen, als ich das Spiel das erste Mal damals durchspielte. Das waren meine Lieblings-30 Minuten von Star Wars im Kanon bis dahin. Und ich glaube, da kommt bis jetzt auch nicht so viel Neues ran. Ich liebe dieses... liebe es einfach alles, was da passiert. Diese Rückblicke auf die Order 66, dieses... am Boden sein und wieder aufstehen müssen und so weiter und so fort. Use your skills wisely. The Gathering. It's the Jedi Temple.
been a while, but... Yeah. I remember. Every Jedi comes here as a kid. Or they did. When there were Jedi. Ich finde es halt so geil, wie sie die Lore und so beachten von Clone Wars, von, also vor allem von Clone Wars und den Vader Comics mit den Inquisitoren und die Erwähnung damals von Yoko Sanun, dem Holocron, das Cordova bekommen hat, das bezieht sich halt auf die Vader Comics. Clone Wars natürlich Gathering und das Massaker an den Nachtschwestern durch Grievous und so weiter und so fort, also richtig, richtig geil. Looks like a way through over there. Now be careful with the ice. Ist halt schön, wenn der Kanon so beachtet wird und dann, obwohl das halt interaktiv ist, ist halt schön. Ich finde gut, dass es bei Star Wars bis jetzt keine Kanon-Spiele gibt, wo man Entscheidungen treffen kann, weil das immer ein bisschen schlecht ist. Weil das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, dass ich das nicht wollen würde, wenn man so will. This is the worst blizzard I've ever seen. Sondern das Problem ist, wenn du... Problem ist, wenn du die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen, dann ist das Spiel an sich weniger relevant, weil das dann halt gesagt wird, ja, das Spiel hat dann eh keinen Kanon-Relevanz. Weil es gibt keine einheitliche Story. So. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe mit Auswahlmöglichkeiten, mag das für mich persönlich kein Problem sein, weil ich das natürlich geil fände. Was aber ein Problem halt ist, ist dann, dass das Spiel eine wichtige Rolle im Kanon spielt. Hier ist es halt so. Cal Kestis ist eine feste Figur im Kanon. Er ist etabliert, er wird jetzt weitergeführt. Es gibt bald einen Roman dazu. Es gab einen Comic zu Jedi Fallen Order, der die Vorgeschichte von Siren so ein bisschen darstellt. Dark Temple, da war jetzt nicht so geil, leider. Habe ich mir mehr erhofft, aber... Es gab ihn immerhin. Und das, würde da halt schon schwieriger sein, wenn du Entscheidungen treffen kannst. Weil dann weißt du ja nie, ob das die Kanon-Entscheidung in Anführungsstrichen war. Das ist übrigens ein schönes Tribut hier. Bisschen Knowledge drop. Jedi meditated here. He returned at points throughout his life to contemplate as many adventures and trials. Der Hut ist Master Marty Cameron. Ist von einem der, Entwickler, der Vater, der während des Entwicklungsprozesses, also halt in dem Zeitraum, in dem das Spiel entwickelt wurde, gestorben ist. Der dann hier dadurch verewigt wurde. Also ein schönes Tribut. Und dieser Hut hat nichts mit Indiana Jones oder so zu tun, dass es da eine Anspielung wäre, sondern es ist wirklich, weil der Vater halt immer einen Hut getragen hat in der Art. Deswegen hat man ihm da so ein kleines, ja, Memorial hingebaut. Was ich eine geile Idee finde. Schöne Idee. Dass das gemacht wurde. Der Gathering Room. The Gathering Room lies at the entrance of the Crystal Caves. Used primarily as a meeting area, Jedi Masters brought younglings here for instructions and meditation before they began their sacred search for Kyber Crystals. Yeah, it used to be beautiful. The warmth is nice. Ja. Es funktioniert quasi wie so eine Linse oder eine Verstärkung halt von der Sonne. Damit waren das... Na, wenn man das tun kann, warum wir hier sind, beziehungsweise was wir gleich tun werden. I remember this room. Master Yoda melted that door to let us into the caves. Not with the Force, with that crystal. The light passed through it and carried its warmth. I bet we can do it too. Bin ich jetzt blöd oder blind? Wo kann ich denn das jetzt ablegen? Gar nicht. Ne, ich kann das nirgendwo einsetzen, okay. Na? Thank you.
Yeah? Let me see. Das ist, da geht's nicht hoch. Da geht's hoch. Mein Gott, da findet er echt immer zu was. Geht's hier heute gar nicht mehr ein. So kann man da hochklettern, wenn man da nicht hochkommt. Das ist komisch. Deswegen mussten wir hier das Ding freimachen, damit man hier wieder zurückkommt. Ich hoffe nur, das ist jetzt auf der richtigen Seite, wenn nicht, müsste es nochmal drehen. Aber ich glaube, es müsste richtig sein. Ja, es sieht nach Mitte aus. Sieht nach Mitte vom Turm aus, von der Tür aus. Ja. Und das ist echt genau getroffen. Also es sieht wirklich so aus wie bei The Clone Wars. Der Raum, also die Tür zumindest. Der Raum war ein bisschen offener, da gab es nicht so viele Sachen, die man ziehen und drehen konnte, aber gut. War ja auch kein Videospiel, wo man Rätsel lösen soll, sondern eine Serie. Aber die Tür und das Zeug ist echt identisch. Und innen drin ist es ja eh für jeden anders. Das ist ja der Witz dahinter. So. There's heat coming from those cracks underwater, but it's freezing up here. I can feel it. It's calling to me. We must be close. Jedi can't pick any Kyber crystal. It chooses you. Yeah, kinda like you. Find something? Oh, Geode. Den kennt Fans aus High Republic natürlich sehr gut. Just a little shake. It'll be okay. Let's hope it holds. Ich kann nicht viel mehr machen, als dem Weg zu folgen. Aktuell. Wir haben weder Schwert noch. Whoa! Close one. Okay. Wollte gerade sagen, der kam runter. Okay, da oben ist unser Kristall. Wie gesagt, wir müssen uns nicht heilen, weil. Ich fühle mich, als wäre ich von Geistern umgeben. Nein, ich bin nicht okay. Es ist schwer, hier zu sein. Danke, Buddy. Damn. How did they find us here? Okay, gar nicht so leicht ohne Lichtschwert. Das Spiel austrickst und da einfach mit einem Doppeljump hochkommen? Naja, eher nicht wahrscheinlich. Da würde ich mich auch drauf stellen, das sieht sehr sicher aus. Das auch. So, was haben wir hier? Bitte leben, bitte leben, bitte leben. Das sind hier so viele Druiden. Vor allem, ich habe gar keine Möglichkeit, mich zu wehren. Das
ja voll fies. Okay, das ist jetzt quasi eine Art Shortcut, okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. That's it. Ja. I can see it's shining. Was wolltest du? Wo ist BD One hin? Da wollte doch irgendwas scannen, oder? Hey, BD! Ah, hier. Let's look. Kyber Crystals. Wow. Through there. I can feel it. We're almost out of here. I promise. BD, don't come any closer. BD! Bildschirm friert zu. Ich habe nicht genug Frostschutz in meinen PC gepackt. Nein! Oh. Diese Inszenierung, es ist... It's over. He failed. Failure's not the end, my friend. Time's come. This may be the last you see of me. I can sense the doom of the Jedi Order is upon us. No!
Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. Like you, BD-1. I believe you will find someone just as brave and persistent as you have been. And you will help them, as you have helped me. But your memory will be completely lost. Are you sure you want to do this? Beginning total memory encryption. Only with a trusted connection will your memories be restored. I believe in you, as I always have. And I believe in whom you choose to replace me. Heal what's broken. Heal what's broken. Ich musste schon wieder weinen. Ich muss immer weinen bei dieser Szene. Das ist echt. Also ich musste beim ersten Spielen auch bei der Szene mit Jared Paul und seinem Tod und so weinen, aber hier muss ich jedes Mal weinen. Das ist echt. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir gelb? Oh geil, ich sehe gerade auf meinem PS5-Controller ändern sich die Farben. Nehmen wir das erstmal. Kann man jederzeit noch ändern. Das war nicht so schlimm. Ich will bloß nicht die gleiche Farbe nehmen wie vorher. Das soll schon ein bisschen den Neuanfang symbolisieren. Den wir jetzt durchmachen. Was war das Stufe gerade vor meinem Bein? Ich liebe diese Szene. Ich liebe dieses Spiel. Es ist für mich die Essenz von Star Wars. Diese Hoffnung, dieses. Es ist unglaublich. Also. Dieser Hoffnungsgedanke nicht aufzugeben, wenn man am Boden liegt, das ist die Essenz. Your crystal.
It chooses you. Das hat es getan. Ich liebe diese Szene einfach immer noch. Farbe ist gar nicht so schlecht. Das ist so ein schön dezentes Gelb. Es ist nicht so. Und ja, Leute, es gibt. Es gibt Theorien, dass aus Edom die Starkiller-Basis wurde. Und die begann tatsächlich, also die begann nicht damit, aber es macht ja in gewisser Weise Sinn, dass das Imperium schon versucht hat, hier auch Grundlagen für eine Superwaffe zu schaffen. Beziehungsweise nicht Superwaffe zu schaffen, aber hier Kyber abzubauen, indem sie hier reingebohrt haben. Und man diese Gräben dann halt sinnvoll genutzt hat von Seiten der Ersten Ordnung und gesagt hat, okay, dann machen wir da jetzt die Starkiller-Basis raus. Thorsten! Still resisting? Unwise. Yeah. Prepare the opponent's position. Lockdown initiated. Target evading. What the fuck? Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Ich bin tot. Leute, ich bin tot. Ich bin gestorben. Das Spiel hat mich umgebracht. Finde ich jetzt schon ein bisschen fies, wenn ich ehrlich bin vor dem Spiel. Resting opponent.
Nee. Leute, ich glaube, wir versagen gerade ein bisschen. Sagt's aber niemandem weiter. Ich hab einen Ruf zu verlieren. Kann ich den jetzt nicht hacken? Ah, den können wir hacken, okay. Help me, BD. Nein. Hey, BD. Mein Gott. Crystals after everything we went through. Sir, no, we need to get out of here. They've taken over Ilum. Are you all right? No, they spotted me. And that's not all. They're mining Kyber crystals. Captain, prepare for takeoff. Gut. Haben wir geschafft? War ein bisschen stressig am Ende. Aber ich war, meiner Meinung nach war das bis jetzt die beste Folge, also weil halt meine Lieblings-30 Minuten da drin waren, mit Order 66, am Boden liegen, wieder aufstehen, neue Kraft schöpfen und dann am Ende ganze Schnetzel. Das ist so die Zusammenfassung. Gut, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wir nähern uns mit gewolltem Schritt in dem Finale. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und ciao.